meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl-Lied. Wir sind wieder am Start. Wir haben gerade nochmal eine Fähigkeit gelernt. Tarnung. Ja gut, dann haben wir auch keine Fähigkeitspunkte. Aber man kann ja sehen, das wurde ja gesagt, ich wollte ja unbedingt wissen, was meine Fähigkeiten sind, die ich denn alles schon gelernt habe. Das ist das, was ich alles bis jetzt gelernt habe tatsächlich. Ich habe sogar schon Training von Michael gelernt, das wusste ich gar nicht. Was haben wir da gelernt? Fassungsvermögen. Oh, da müssen wir mal weiter machen, damit wir mehr Rucksacksachen tragen können. Oh, ja, genau, das ist wichtig. Aber hier seht ihr, da oben haben wir schon mit Dings alles voll, mit Oliver, mit Dings. Den werden wir niemals voll kriegen, weil das ja mit Olga ist. Und das. Aber das nächste Mal müssen wir Fassungsvermögen tatsächlich machen. Das wäre natürlich mega, wenn wir da weiter drauf aufbauen können. Jetzt müssen wir erstmal eine Hayabutzele machen. Und dann gucken, was als nächstes kommt. Olivier, der lässt mir keine Ruhe. Wo ist Olivier? Ich glaube, er ist der schwarze Stalker vielleicht. Wir haben so viel erreicht hier schon tatsächlich. Wir haben Koslov gefangen, wir haben ihm die Freiheit geschenkt. Sprich mit mir. Okay, nicht. Lieber nicht. Wer will mit mir sprechen? Du? Du? Nix. Das Auge von Moskau. Diese Kacke müssen wir echt noch machen, ne? Habe ich das gelesen? Oh, was hängt jetzt ab? Achso, immer noch nicht. So, scheiße, dass wir das auch nochmal machen müssen, ne? Total ätzend gerade. Er ist ja der Rattenkönig, er kann so etwas. Mirka, ja. Hafen von Pripyat. Ja, das kriegt er doch wunderbar hin. So. Tja. Was ist mit Olivier? Oh, meine Güte. Und das Schlimme daran, in dieser Folge werden wir immer noch nicht herausfinden, was mit ihm los ist. Столько лет в зоне, и все, чем таракан может похвастаться, это два комплекта офицерской формы? Будь осторожен, Игорь. Не угоди в пасть крысам. Ja, ja, Rattenköder hin und her. Rattenköder hin und her, Rattenköder sind sehr schwer. Nein, als Rattenköder, möglich, ne? Aber wer wäre denn? Ich glaube, ganz im Ernst, auch wieder hier, der schwarze Stalker ist der Strippenzieher. Glaube ich auch. Aber warum die NAR oder die NAR? Oh, Scheißdreck. Wir kommen niemals auf. Scheiße, ich hab vergessen. Und jetzt haben wir den nächsten am Start. Ich hab vergessen, Munition zu machen. Echt jetzt? Ich hab vergessen, Munition zu machen. Müssen wir das Ganze tatsächlich in so einem geräuschlosen Zustand schaffen. Vielleicht kriegen wir es auch schnell über die Bühne. Im Endeffekt dreht es sich ja hier alles nur darum, dass wir hier Klamotten finden sollen. Ach, Scheiße. Ach, komm! So viel dazu, geräuschlos über die Bühne bringen. Es wird hier einfach nichts. Dass die auch nicht mal ihre Dingens da geben, ne? Wo ist der andere Penner da? Wollen wir den Shit schon mal haben? Dann haben wir den Shit halt, ne? Weise Worte, Tom J. Weise Worte. Boah, hüpft doch da über den fucking Zaun. Kennt mich ja. Kann's nicht sein lassen. Für mich gibt es nur gute Soldaten, sind tote Soldaten und so ein Scheiß. Gibt's einen Schuss insgesamt noch? Что за херня тут происходит? Где Леонид? Это жопа ленивая. Он Леонид мертв. Что? Что это значит? Стой! Потери! Ah, das war böse.
Aber effektiv, extrem effektiv. Tomji, du bist ein böser Mensch. Aber ein effektiver Mensch. Ich habe mir gerade so überlegt, hey Tomji, wie kannst du die jetzt so schnell... Warum ist hier denn eine Leiche? Ach du Scheiße, Rattenkönig, Scheiße. Das ist ein Versteck jetzt, ja? Mist, haben wir noch den Revolver dabei? Natürlich nicht, ne? Желаете в гости? Муху пригласил паук. Верьте мне, мое жилище краше всех других вокруг. А теперь закончи мой стишок или умри, муха. Раз, два, три, четыре, пять. Ein Jäger ging spazieren. Охотник вышел погулять. Верно. Можешь ничего не бояться. Пока что. Okay, danke. Es geht dir... Das Zeug. По лестнице поднимемся. Увидишь ты тот час коллекцию диковинок, что я собрал для вас. А вот тебе и вторая часть загадки, настырная муха. Вдруг зайчишка выбегает. Plötzlich kam ein Jäger daher und schießt ihn mit dem Gewehr. И в охотника стреляет. Верно, какое везучее насекомое. Alter Schwede. Irgendwann sterben wir. Hab den Rest vergessen. Oh нет! Сказала муха, я с вами не пойду. Поднявшись этой лесенкой, я попаду в беду. Слушай стишок дальше. Пиф, паф, ой, ой, ой. Der kleine Jäger stirbt, oh weh. Nee, er erschoss einen Hasen je. Sagt nichts. Отлично. А? То есть неправильно. Но для паука отлично. Aua, ich hab... Hä? Ich hab doch nur nach unten gedrückt. Ein Penisbär, ja, doch. Уверен, вы устали, проделав долгий путь. Вам предлагаю, муха, прилечь и отдохнуть. А теперь внимательно. Он тогда пополз домой? Der Tod bekommt mich nicht, begrabt mich tief und weckt mich nicht. Aber das war ja gerade total dämlich. Das ist, ich habe nach unten gedrückt, das Ding explodiert. Поверить не могу, что у тебя получилось, муха. Ну что ж, добро пожаловать. Наслаждайся. Okay. Ein Schrumpfschwert, oder? Die Tasche ist voll, natürlich ist die Tasche voll. Офицерские шевроны. Думаю, они мне подойдут. Еще кое-что. Мой компьютер. У меня там 10 гигабайт информации о Чернобыле. Да? Отлично. И что мне с ними делать? Умеешь Нортон Командером пользоваться? Запусти программу «Крысиный король». Файлы заархивируются и загрузятся в облако. Окей. Okay. Die ganzen toten Ratten, ey, Sünde. Только это займет какое-то время. Там процессор 486DX. И оперативки только 512 килобайт. Да на это часы уйдут. Я не спец, но звучит очень стрёмно. Давай сожжем все к чертям и уберемся отсюда поскорее. Ладно,
Я попробую. Говори, что делать, таракан. Разблокируй компьютер и набери Rattling Death. Все капслоком. Это запустит скрытый батник. Господи, обожаю 90-е. 90-е, я. Это, блин, ich огромная ошибка. 90-е были besten Zeiten. Ладно, погнали. Похоже, чернобылит каким-то образом усиливает черного сталкера. Нар поручил ему защиту своих научных секретов. Луа Лабомозе den Handlanger gebracht, alle unter Lupe ketten als arme Wesen, keine Ahnung, Rattenkönig mit den Anständen. Es wäre besser, irgendwo in Sibirien verbleicht zu werden. Oh Gott, das lange. Etwas ist anders, ich spüre es in meinen Knochen und dann diese geheimnose Codename, der während meiner Routineüberwachung in der Nahe kommt. Sie reden über jemanden namens Schwarzen Stalker. Ich bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll, aber sie. Das verrät viel Unsicherheit und vor allem Angst. Ich bin da dran. Heute bin ich in Gefolge in leeren Gebäuden, Hafen von Britischen. Der rausgekommen stundenlang seltsamer, starkes Chevrolet auf ihm gab. Er bewegte sich wie eine Katze, die Schatten ignorierten ihn. Da muss es eine Verbindung geben. Am Militärwagen ist eine Kreuzung in der Muskel gestanden. Eine arme Ratte wurde von den Schatten angegriffen und ist beim Lidkristall gesteckt geblieben, wie ein Insekt in Bernstein. Nun laute Kristalle, völlig emotionlos. Große Ratten, ich fange allein mit Kraft und bla bla bla. Okay. Gut, das war die Quest. Wir sollten dringend Pilze sammeln. Wir sollten dringend neue Motivation erstellen, weil das war jetzt gerade riskant. Dass das noch so geklappt hat, das hätte ich nicht gedacht. Und hoffe, dass wir bald auf die Idee kommen oder dass wir bald herausfinden können, wer denn der schwarze Stalker ist. Das wäre sehr nice. Habe ich meine Kamera nicht wieder an? Ich glaube nicht, ne? Muss mal gucken, ich vergesse es immer wieder. Nee, tatsächlich nicht. Geil, kann ich noch ein Schritt. Я думал, если ты будешь мне помогать, это увеличит мои шансы на выживание, а не наоборот. Что это вообще было? Я рассказал тебе, как обезвредить ловушки. И ты отлично справился. Я горжусь тобой, мышонок. Да уж, ты оказал мне просто неоценимую помощь. Земной поклон. Только в адском пламени закалится прочнейшая сталь. Скоро ты сам увидишь, что все это не зря, мышонок. Окей. Frag nach den Berichten, frag, was du rausgefunden hast. Все эти исследования Чернобылита. На то, чтобы их прочесть, уйдет время. Может, расскажешь главное? Чернобылит — это корень зла. Он отравляет все, к чему прикасается. И разум, и материю. Это настоящий ящик Пандоры. Das ist es, der Rattenkönig ist вообще Schwarze Stalker. Пока крысиный король откроет его. А можно поконкретнее? Конечно. Он как зеленый джин. Выпустишь его из лампы, и назад уже не затолкать. Ясно. Лучше я найду время и сам почитаю. So. Sehr gut. Munition herstellen. Achso, erstmal die Essensration, ne? Oh, guck mal, alle waren sehr erfolgreich. Sehr nice. Wie sieht's denn um uns aus? Sind alle sehr, sehr gut gestimmt hier, ne? Allein schon, weil die genügend zu futtern haben. Kann schon einiges ausmachen. Boah, leuchtet das grün. Das Kraftwerk wird immer heftiger. Kindergarten. Ja. So, schnell nochmal Motivation herstellen für die Schrotti. Taschen sind voll. Womit eigentlich? Oh, mit AKs und so ein Scheiß. Warte mal. Nehmen wir mal weg. Mit Schrotflinten. Schrotflinte hier. Da. Alkohol. Kann man das trinken? So, ich wollte das trinken.
Jede Menge Alkohol, was? Ich wollte die Patronen, da haben wir jede Menge von. Aufteilen, gehalten. Wie weit ist da aktuell? Ja, aufteilen. Ach so, meint der Aufteilen. Ich dachte, wir teilen das unter den Kollegen. Erstmal richtig einen saufen hier. Das ist ja gut für die Psyche, Alkohol, ne? Oh, schade, ich kann nicht noch mehr. Ah, ich bin ja immer so gierig gleich, ne? Wenn es um Alkohol geht, da kenne ich ja keine Freunde bei so etwas, ne? Da mache ich auch keine Gefangenen. Brauche nochmal Lagerfächer. Gebe ich da mal mit zu. Die Tasche auch noch in. Wobei, einmal die Tasche könnte ich echt gebrauchen, weil wir nämlich. Wo ist denn die scheiß Tasche hier? Da. Nee, hä? Wird doch weggegeben? So. Dann ist es eben heute. Okay. Wir müssen uns noch einmal irgendwie so eine Kommode hinstellen. Am besten hier in die Ecke rein wahrscheinlich. Aber hier können wir keine Kommode hinstellen. Hier vielleicht? Ja. Boah, hier passt er doch eigentlich per... Ja. Dann egal, ne? Egal, wenn da zwei hinten passen würden. Oder so. Ah, kann ich springen. Ja, komm. Ja, aber doch nicht so schräg, Junge. Das wäre perfekt. Perfekto grande. Was war das? Warte mal, Moment. Warte mal, da passt das hin. Geil. Da können wir noch mal ein bisschen Shit reinpacken. Aber Chernobylit brauchen wir noch. Aber wir müssen unbedingt noch mal... Wie viel Dings? Da müssen wir noch was... Alkohol. Hier, genau, noch mal schön rein. Waffenschrank, da passt Alkohol immer zu. Alkohol und Waffen ist perfekt. Das sind perfekte Kombinationen. Da geht nie was schief. Niemals. So. 50 Schuss. So, meine Kinderchen, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.